Das AFI hat kürzlich eine Tagung zum Thema Lohninstabilität veranstaltet. Um was ging es? Als Lohninstabilität bezeichnen wir die direkte Folge prekärer Beschäftigung auf die Lohnentwicklung im Verlauf eines ganzen Lebens. Vereinfacht dargestellt bedeutet das, dass ein unbefristet Beschäftigter sich eine stets steigende Lohnentwicklung bis hin zu seiner Pensionierung erwarten kann. Ein befristet Beschäftigter oder prekär Beschäftigter hingegen, der hat heute einen etwas tieferen Lohn und morgen einen höheren und übermorgen einen tieferen und so weiter und so fort. Sein Lohn ist also instabil. Charakteristisch dabei ist, dass die Lohnentwicklung stets unter der eines unbefristet Beschäftigten sich entwickelt. Das hat damit zu tun, dass Betriebe vor allem in jenen Arbeitnehmern investieren werden, von denen sie sich erwarten können, dass sie lange bei ihnen bleiben werden. Diese Arbeitnehmer werden also eher Zugang zu Fortbildungen, aber auch Karrierechancen erhalten. Lohninstabilität ist ein Thema, das in Südtirol kaum Aufmerksamkeit findet. Warum hat das AFI dieses Thema dennoch aufgegriffen? Als Teil Italiens unterliegt Südtirol der nationalen Gesetzgebung zum Arbeitsmarkt. Seit den 90ern reformiert der nationale Gesetzgeber den Arbeitsmarkt immer wieder. Der gemeinsame Nenner dabei ist die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, also eine Aufweichung des Kündigungsschutzes. Ziel dabei ist es, die Beschäftigung zu steigern, die Produktionskosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Im gleichen Zeitraum, also seit Ende der 90er, messen wir in Südtirol einen starken Zuwachs der befristet Beschäftigten. Seit Ende der 90er ist die Quote der befristet Beschäftigten von ca. 20% auf heute ca. 30% angestiegen. Das Thema befristeter Beschäftigung und Lohninstabilität sind somit relevant auch in Südtirol. Zu was führen die Arbeitsmarktflexibilisierungsmaßnahmen und wer ist davon betroffen? Ein flexibler Arbeitsmarkt erlaubt es den Betrieben immer, die optimale Menge an Arbeitskräften anzustellen. Hat er mal einen Auftragshoch, kann er neue anstellen im Wissen, dass wenn eine Auftragsflaute kommt, er diese wieder problemlos kündigen kann. Er kann also Kosten einsparen und das betriebliche Risiko senken. Solche Reformen kommen mit sozialen Kosten. Diese Kosten tragen die Arbeitnehmer, denen nun ein funktionierender und starker Kündigungsschutz fehlt. Das erhöht natürlich den Turnover und dadurch kommt es zu Lohninstabilität. Am meisten getroffen sind von solchen Reformen Neuzugänge am Arbeitsmarkt, also die jüngeren Generationen. Wir wissen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse erschweren die Lebensplanung. Beispielsweise ist den Betroffenen der Zugang zu Bankkrediten erschwert und somit auch zum Eigenheim. Weiters belegen Studien, dass wer in der Prekaritätsfalle feststeckt, den Kinderwunsch nach hinten schieben muss. Arbeitsmarktreformen und Flexibilisierungsmaßnahmen haben also soziale Wirkungen, die es abzufedern gilt. Angesichts der zuwachsenden instabilen Beschäftigungsformen als direkte Folge der Reform gewinnt auch in Südtirol das Thema der Lohninstabilität an Bedeutung.